Ja, also ich habe ja 16 Jahre in der Hotellerie gearbeitet und da ist ja meiste Zeit ging es ja um Verkauf. Also ich war im Bereich der Reservierung tätig und dort hat es mir auch schon immer viel Spaß gemacht. Ja, wenn man jetzt noch ein bisschen weiter zurückgeht, dann weiß ich, dass ich in der Kindheit auch immer das Verkaufen geliebt habe. Ja, ich habe noch Fotos gefunden, wo ich am Telefon sitze. Ich weiß, dass ich damals als Kind meine Spielsachen immer gut verkauft habe. Und und die Materie verkaufen, also etwas Schönes verkaufen und Spaß daran haben und dass der Kunde sich am Ende des Tages dann auch freut, das ist dann, wo ich einfach auch meine Berufung drin gesehen habe. Nach der Phase, also nach 16 Jahren Hotellerie, war ich erstmal lange in einer Findungsphase, wo ich dann auch erstmal gar nicht wusste, okay, wohin, habe mich ausprobiert in Selbstständigkeit. Und habe dann allerdings gemerkt, dass das, was ich da gemacht habe, nicht so meins ist. Ja, und das hat natürlich Jahre gedauert und auch, die Persönlichkeit dahingehend auch entwickelt wird oder ich an meiner Persönlichkeit viel gearbeitet habe. Was will ich denn überhaupt? Ja, weil ich habe ja auch immer so viele Bereiche dann gemacht und ich wollte mich nur auf eine Sache konzentrieren. Und dann war das so, dass ich mit meinem Mann diese Videoproduktionsfirma gegründet habe und jetzt wirklich nur ein Produkt habe, welches ich verkaufe, also Thema Video. Also die größte Herausforderung ist für mich einfach, das tagtäglich über meinen eigenen Schatten zu springen. Ja, also wirklich, wenn ich den Telefonhörer in die Hand nehme und dann ich gehe in die Kaltakquise, da zu sagen, oh Gott, schaffe ich das? Traue ich mich jetzt heute überhaupt? Genau, also die Kaltakquise, wo sich viele vor scheuen. Also das ist genau das, wo ich einfach Bock drauf habe. Ja? Also auch in die Geschäfte reinzufahren, den Kunden direkt zu sprechen. Und das erfordert auf jeden Fall eine ganz große Portion Mut und auch Selbstvertrauen. Das größte Erfolgserlebnis für mich, wenn der Kunde zusagt. die Zusage direkt, die findet ja nicht statt. Das ist selten, dass jemand sagt, jo, das nehme ich jetzt. Klar, man lernt sich ja erst mal kennen. Also für mich ist das der größte Erfolg, wenn der Kunde sich mit mir treffen möchte, also wenn es dann zum Termin kommt. Mein größter Erfolg ist auch, wenn der Kunde mir dann erzählt, dass er durch mein Produkt ein Stück weit auch erfolgreich sein konnte. Also indem er vielleicht mehr Kunden bekommen hat oder mehr Umsatz oder wie auch immer, also in einer positiven Form. Und wenn ich natürlich solche Rückmeldungen von meinen Kunden bekomme, dann ist das genau das, wo ich sage, ja, da macht Verkaufen einfach auch Spaß. Vorbereitung, also dass du wirklich sehr gut vorbereitet in ein Gespräch reingehst, also dass du weißt, worüber du sprichst, ja? Also dass du Produktkenntnisse hast. Was auch wichtig ist beim Verkaufen, dass wenn ich vorher sehe, okay, wen rufe ich heute überhaupt an, also wenn es in die Kaltakquise geht, ja? Schauen, okay, passt der Kunde überhaupt zu mir? Also ist das jemand, der zu unserer Firma passt? Und dann auch sich mit dem Kunden beschäftigen, ja? Die Webseite sich anschauen, sich auch die Über-uns-Seite durchlesen, mit welchen Menschen habe ich denn gleich Kontakt. Und dann rede ich sofort anders am Telefon, wenn ich schon so ein Gefühl für den Kunden habe. Und das ist einfach sich auch Zeit nehmen in diese Vorbereitung auch. Ja, nicht einfach Handy, oh, wen rufe ich denn heute an, ach den, und gar nicht zu wissen, was macht er denn jetzt genau. Und das ist so wieder der Punkt, Interesse an den Kunden, also echtes Interesse an den Kunden. Und da sollte sich jeder auch dann die Zeit nehmen und zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal 1-2 Minuten in die Recherche, lese mal kurz über ihn durch. Und und das ist ja auch wieder der Punkt, Verkaufen ist wie Liebe, ja, so wie wir uns für unseren Partner, für unsere Kinder, wie wir lieben uns und für die interessieren, das ist genauso wie mit unseren Kunden, also das Interesse an den Kunden.